komisch. Das heißt, ihr müsst hier das noch öffnen. Hier müsst das öffnen. Nach oben öffnen. Rechte Schulter vor. Ja. Das Schöne bei Pina ist halt, dass sie eigentlich nie richtig zufrieden ist. Also, dass es immer noch was gibt, was man verbessern kann, was man schöner, richtiger machen kann, ehrlicher machen kann. Und das ist etwas, ja, was mich fasziniert. Ich kenne kaum einen Menschen oder vielleicht sogar gar keinen Menschen, der so konzentriert auf ein Thema ist und arbeitet, der so da bei sich selber ist. Sie ist streng, weil sie gibt nicht nach. Sie ist streng, aber sie ist nicht eng, also sehr. Ich meine auch diese große Freiheit, dass wir genießen können in die Zeit von neuen Stück. Wenn sie wäre nicht so streng, dann wäre keine Tanztheater geworden von Pina Bausch. Wir sind nicht alle zusammen, wir sind eins. Da. Ich habe lange auf eine Sprache gewartet, die ich sprechen wollte. Und dann habe ich ein Video von Sacre du Printemps gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist die Sprache, die ich schon lange suche. Die Musik natürlich ist vorrangig und die Emotionen, nicht? Also, dass man dann einfach in einen Sog reinkommt, nicht? Also die Tänzer auch, nicht? Ich glaube, das Stück ist ja eigentlich überhaupt gar nicht lang. Und die arbeiten das auch vorher so viel, dass eigentlich man sich gar nicht vorstellen kann, dass es so anstrengend ist. Aber tatsächlich ist es dann, wenn die Aufführung das, eine totale Verausgabung. Ist ja schon ein Konzept vorgegeben. Das ist natürlich etwas ganz anderes, ein fertiges Werk. Aber dann hinterher, als ich dann eigentlich so unterschiedliche Tänzer hatte und jeder hatte so ganz andere Qualitäten und die mir auch alle irgendwie, die ich auch, wo ich das wichtig fand, etwas von diesen speziellen Qualitäten, dass die in die Stücke einfließen, war es natürlich so, dass es dann auch gar nicht mehr so richtig möglich war, solche andere Werke zu haben, wo dann es so zwei, drei Hauptrollen gibt und die anderen spielen Gruppe. Nicht? Also plötzlich, die anderen ist das Ensemble und dann hat man vielleicht so kleine verschiedene Sachen. Aber ich wollte ja, ich fand alle wichtig, alle ganz, ganz unterschiedlich wichtig.
Es ist gleich am Anfang so gewesen, dass ich dann immer in den Proben Sachen sah, die dann meine Fantasie anregten oder etwas. Und ich muss ja dann irgendwann entscheiden, folge ich meinen Plänen oder folge ich plötzlich etwas, was ich gar nicht weiß, wo mich das hinführt. Und das habe ich dann einfach irgendwann gemacht. Und dass ich einfach wage, dahin zu gehen, wo ich nicht weiß, was rauskommt. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in ihrem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen... Das waren ja dann noch harte Zeiten, ne? Also besonders als sie sehr angefeindet wurde und da habe ich sie also für diese Kraft und Stärke, die sie da hatte und Durchhaltevermögen, das weiß ich nicht, ob das über so, das ging ein paar Jahre, das war ja nicht mal so eine reine Spielzeit, ne? Aha, jetzt sind wir da und jetzt haben sich die Leute an uns gewöhnt, sondern das war also... Also das war schon hart. Ich bin ja kein Mensch, der einfach aufgibt. Ich laufe nicht weg, wenn eine Situation schwierig ist. Aber das war schon manchmal sehr schwer, ja. Aber ich glaube, es ist auch vielleicht ein Irrtum gewesen. Es ist natürlich ein ganz krasser Wechsel gewesen. Vorher war hier ein klassisches Ballett. Und das Publikum hat sein Ballett sehr geliebt. Wir hatten ein bestimmtes Publikum und so weiter, bestimmte Musiken. Und plötzlich war das mit einem Schlag alles anders. Die Sehgewohnheiten und die ganze, dass es eine andere Art von Schönheit geben kann, das stand ja gar nicht zur Debatte, sondern ich glaube, das Publikum hat, oder viele Teile des Publikums, die haben einfach das als wie provozierend empfunden. Und das war es eigentlich nie. Ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Sie dachten, ich wollte... Ich glaube, man hat nicht verstanden, über was ich eigentlich versuchte zu sprechen. Ich wollte ja gar keinen provozieren. Das war ja nie die Absicht. Nicht. Habe ich auch überhaupt nie gewollt. Smile! I said smile, are you smiling? Funny, I can't see your teeth. You showing your teeth now to it? Smile now to it! More! You smiling now to it with a big mouth? Smile! I'll make you smile. You got a smile now? You got a smile now, are you? And another ballet teacher, she had a bucket of water and she'd push our heads into the water until we smiled. Smile, I said! And one girl I remember, she had tears coming down her face, she was crying, and she had to dance with this face with a smile like this. Smile after it! Der nackte Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Ganze Familien haben sich im Zuschauerraum zerstritten. Die Frau rannte raus, er sagte, du bleibst jetzt hier. Nein, ich will weg. Es war wirklich wahnsinnig. Ne? Aber das durch die Unterstützung eben vom Theater ging das weiter. Ne? Ach, das tut schon weh. Also es ist ja nicht so, dass das einfach so abgleitet an mir wie... Als wenn mich das nichts angeht. Natürlich schmerzt das.
aber ich konnte es nicht ändern. Ich habe einfach nur versucht, irgendwie etwas so ehrlich zu sagen, wie ich das dachte. Ich müsste das versuchen. Ich konnte es einfach nicht besser. Ich habe das Gefühl, dass wir wussten, dass wir richtig waren, also dass wir auf den richtigen Weg waren. Nicht, dass wir dann das Vergnügen zu provozieren oder. Und natürlich waren ein viel Unsicherheit und unheimlich viele Fragen. Aber irgendwo, ich glaube, wir wussten, dass es richtig war und dass es sich lohnt, dass man das Geduld haben, dass man die Leute irgendwann mal durchsitzen bleiben und mitmachen. Gerne hier. Ne? Und ich finde wichtig für unsere Arbeit, dass ich weiß, dass ich in einer Stadt bin, die irgendwie eine Werktagsstadt ist, keine Sonntagsstadt. Dass ich also, ich weiß schon immer, wenn ich in die Lichtburg gehe, da an dieser Bushaltestelle vorbei und sehe diese Leute da, die oft sehr müde und sehr traurig aussehen. Und ich denke, so etwas ist wahnsinnig wichtig, dass man weiß, in welcher Welt man lebt und nicht einfach nur denkt, alles ist wunderbar. Ne? Das finde ich ganz wichtig für mich und für eine Arbeit, die man macht, wo alle diese Menschen, diese Gefühle vorkommen. Also von diesen, wo ich die alle einbeziehe eigentlich in meine Gefühle, die da sind. Das ist, was Pina Besonderes hat. Sie spricht von den Leuten. Also wenn du im Publikum bist, glaube ich, dass du bist nicht draußen von der Vorstellung. Ich glaube, du kannst dich auf die Bühne erkennen, du kannst deine Emotionen erkennen. Was wir machen auf der Bühne ist ja eigentlich nur, wir sind kein Schauspieler oder Schauspielerin, wir machen nur uns selbst. Deswegen ist ja, vielleicht, man muss nur ganz ehrlich mit sich selbst sein, wenn sie etwas fragt, vielleicht über eine Beziehung oder über Liebe oder so. Und dann zeigst du, also ich auf jeden Fall, ich zeige Sachen, was ich in meiner Erfahrung hatte oder in meinen Gedanken oder vielleicht auch nur so ein Wunsch oder so. Aber es hat viel mit mir selbst zu tun, natürlich. Es ist ein sehr langer, langer Prozess, ein sehr schwieriger, wo jedes Mitglied was beibringt. Also es wird Fragen gestellt. Und wir müssen es antworten, wie wir es wollen. Oder wir müssen nicht mal, wenn wir nicht wollen. Also es bleibt frei, ob wir antworten wollen oder nicht. Und wie. Wir können uns bewegen, wir können eine Szene machen, wir können sprechen, wir können einfach dastehen. Also es ist ganz, ganz frei. Erstmal wie eine Materialsammlung nur.
Es ist einfach, man macht ganz viele Sachen und ganz furchtbar viel Unsinn und man lacht eine Menge und alles Mögliche. Aber dahinter steht doch immer der Ernst. Was möchte ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich wirklich sagen? Nicht? Also, was ist das eigentlich jetzt, wo wir leben in dieser Zeit? Und dann eigentlich so 5% von dem, was ich da nimmt man dann kleine hier, so also kleine Dinge, wo man denkt, ja, vielleicht ist das, also mit diesen Dingen habe ich das Gefühl, also das gehört zu dem, was ich suche. Also es gibt kein Bild und plötzlich finde ich das Puzzle zusammen für das Bild, was es eigentlich schon gibt, was ich aber noch nicht kenne. Für mich manchmal, ich fühle mich sehr alleine gelassen im neuen Stück, weil Pina stellt Frage und wir antworten Tänzer mit Bewegung oder Theater, egal was, und kommt darauf an, wie die Frage ist auch. Und natürlich, man muss sehr viel rausnehmen und man muss sehr kreativ sein, und damit man nicht nach Hause kommt und dann schlechte Laune hat, oh Gott, ich habe ja keine Idee, das ist ja auch furchtbar. Man probiert sich natürlich auch aus in Dingen, wo man gar nicht weiß, was ist das, und schämt sich oder irgendwas. Aber alle diese Dinge, die müssen ja eingebettet sein in etwas, dass man ein großes Vertrauen hat. Deswegen ist auch sehr schwierig, wenn viele Leute fragen, dürfen wir nicht bei diesen Proben zusehen. Aber bei einem neuen Stück ist das wirklich sehr schwierig. Ich finde, das ist dann auch so etwas, was dann also beschützt sein muss. Also irgendwie gibt es keine Regeln. Irgendwie kann man sich frei fühlen, um etwas auszudrücken. Und das ist, glaube ich, unsere Arbeit, diesen Weg zu finden, irgendetwas auszudrücken. Und das kann ja entweder was sein, was man selber erlebt hat oder was man gesehen hat. Oder man denkt sich was aus, weil es einfach dazu passt oder weil es vielleicht ganz schön ist und so. Das ist aber fließend. Ne? Und bei manchen Sachen ist mir das auch erst später aufgefallen, dass das einen direkten, sagen wir mal in Anführungsstrichen, historischen Bezug zu mir hat oder so. Bei manchen Sachen ist es offensichtlich, aber das ist nicht so, dass man das jetzt also, dass ich mich so hinsetze und dort versuche, mein Leben zu verarbeiten. In erster Linie versuche ich, dass es ein gutes Stück wird und dass ich da auch irgendwas Schönes zu tun habe. Die Taubstummensprache habe ich am Strand von San Diego gelernt, weil ich einen taubstummen Dolmetscher kennengelernt habe. Und der hatte die Angewohnheit, wenn Musik lief, wie andere Leute mitsingen, das mit zu signen. Und das sah so grandios aus, dass ich gesagt habe, ich möchte das gerne lernen. Und dann hat er mir erstmal so die Grundgriffe beigebracht, aber das ist natürlich, ne? Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne auch ein Lied lernen. Und dann kamen wir eben auf dieses Lied The Man I Love, weil das eines meiner Lieblingslieder ist und er das gut kannte. Und dann habe ich das dort gelernt. Und als Pina irgendwann mal die Frage stellte, worauf wir sollen was machen, worauf wir stolz sind, und dann habe ich gesagt, dass ich das gelernt habe, da bin ich stolz und habe das gezeigt. Allerdings habe ich das damals nur langsam buchstabieren können und so. Und das hat ihr gefallen. Und dann habe ich das also dann geübt und so, und dann kam es auch ins Stück.
Aber ich meine, diese Materiell ohne die Auge und die Hand von Pina, es wäre nicht das, was danach es ist. Weil ich meine, ich weiß, dass wenn wir sind in diesem Prozess von neues Stück und wir haben schon die Materiell, ich kann nie mich vorstellen, was das am Ende wird. Und also, wenn ich spreche über nur über mich, wenn ich sehe am Ende, was meine Rolle geworden ist, ich meine, das ist so geworden, weil Pina hat das eben so geführt. Und ich hätte am Anfang nie gedacht, ja, das wird so eine Sache. Und sehr oft, ich bin so überrascht, was das geworden ist. Und ich denke, oh mein Gott, wie hat sie das geschafft? Mit gleichem Material kann man ganz viele andere Sachen machen. Ne? Und wenn ich lache auf der Straße, die Leute freuen sich, wie bei uns. Sogar einmal auf dem Markt habe ich gelacht. Und ein Mann hat so gemacht, wie bei uns. Tänzer ist es auch ganz schwierig, zum Beispiel, ich sage ja nie, was gut ist. Ich gebe ja keinen Kommentar ab zu diesen Dingen, wenn sie was machen. Oder ja gut, bei manchen Sachen lache ich, aber da freue ich mich. Das heißt aber nicht, dass das gut ist. Da haben wir uns im Moment gefreut. Wenn ich dann vielleicht 4 Wochen später gucke und sage, macht ihr das nochmal? Da ist das überhaupt, da stimmt das gar nicht. Dann lebte das einfach von der momentanen Atmosphäre oder etwas, ich weiß nicht genau, und ist unwiederbringbar, nicht? Also das sind natürlich so Sachen, und also die wissen gar nicht, was mir bis zuletzt eigentlich, an was ich eigentlich suche. Und das erfordert ganz viel Vertrauen, weil sie wissen überhaupt nicht von all den Sachen, welche Dinge oder was mache ich überhaupt damit. Sie haben keine Ahnung. Ne? Ich fühle mich nicht benutzt. Also ich fühle mich nicht schlecht benutzt. Ich weiß, ich bin ein Teil von einer größeren Sache, aber ich freue mich, ein Teil davon zu sein. Ich muss sagen, ich habe die Arbeit auch für mich benutzt. Also, und wenn man das benutzen nennen will, also, dann fand ich, dass man mich sehr schön benutzt hat. Also. Und während die das tun, ist eigentlich das Einzige, was ich machen kann, entweder zugucken und sehen, was sich da für Fantasien entwickeln oder was da ist. Oder ich kann selber Bilder gucken und rumspinnen im Grunde genommen und kann anfangen, irgendwas zu machen. Das ist noch erstmal wie im Nebel sich bewegen, ohne dass man weiß, wo das eigentlich hingeht. Bühnenbild muss ja was sein, was richtig ist, eine richtige Welt für dieses nächste Stück schafft auf der Bühne. Das ist nun schwer zu beurteilen, wenn man das Stück nicht kennt. Das heißt ganz einfach in der Konsequenz, dass wir versuchen, die Entscheidung darüber endlos weit rauszuschieben. So weit wie möglich, weil mit jedem Tag, den wir das nicht entscheiden, wissen wir vielleicht ein bisschen mehr über das, was das Stück werden wird und über das, was so ein Bühnenbild für Konsequenzen hat da drin. Also die Entscheidung versuchen wir rauszuschieben, eigentlich immer über die Grenzen des Möglichen raus. Das ist dann nochmal eine große Anstrengung für mich, weil ich muss es dann irgendwie machen, immer in Zeiten und versuchen, alle daran Beteiligten so zu motivieren, dass sie das schaffen, was nicht möglich ist. Also von dem auch alle sagen, ist nicht mehr möglich. Das ist fast wie ein Ritual, das wissen wir schon. Wenn ich dann komme mit einer Entscheidung, mit einem fertigen Bühnenbild, dann sagen immer alles geht nicht mehr. Ja, weil es gibt keinen Plan, es gibt ja kein Drehbuch, es gibt keine Musik, es gibt kein Bühnenbild. Wie soll nicht einer Angst haben dann? Und sie haben einen Termin, aber wenig Zeit. Ich denke, da kriegt jeder Angst. Das ist quälend, das ist sehr vertrauensvoll.
das ist wunderbar in seiner Freiheit, in der Freiheit zu Lösungen zu kommen, die man eigentlich in der Oper oder im Theater gar nicht machen kann, weil man da viel angebundener ist. Das ist wunderbar in seiner Flexibilität, also in der Beweglichkeit, wie die Dinge dann zusammenfinden. Da gibt es dann irgendwann ein Ergebnis, das wird auf die Bühne gestellt und ist ja in sich erstmal tot. Und die Flexibilität, mit der die Tänzer und Pina dann damit umgehen, die Schnelligkeit, mit der sie damit umgeht, die Fantasie, mit der sie damit umgeht, das hat was Wunderbares, also dieses Spielerische, das da auch drin ist. Das Stück ist nie fertig, meistens nicht. Aber das gibt mir dann irgendwo Vertrauen, dass ich das auch dann sagen kann öffentlich. Also das ist noch in Arbeit, das, so ist es auch. Sonst könnte ich das gar nicht wagen. Wenn ich jetzt eine Premiere derart ernst nehmen würde, wie andere Leute Premieren ernst nehmen, wäre ich nicht in der Lage, das zu tun, glaube ich. Also weil ich ändere manchmal noch, ist schon oft passiert, dass ich am nach der Generalprobe das ganze Stück noch also umbaue oder Sachen rausschmeiße oder sowas. Kann alles passieren. Ne? Und das ist überhaupt kein Vergnügen, ein Stück zu machen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja, aber dann, wenn es ernst wird, das ist also, ich denke jedes Mal, ich möchte nie wieder eins machen. Wirklich. Schon seit vielen Jahren. Warum mache ich das nur? Es ist eigentlich ziemlich grausam. Und wenn es dann raus ist, bin ich schon wieder bei den nächsten Plänen. Co-Produktion, wenn man nach Istanbul oder nach Tokio oder irgendwo fährt oder nach Rom. Also wir sind ja wirklich überhaupt keine Kenner von bestimmten Ländern. Das, also ich kann da nur mit einer absoluten Naivität rangehen. Nicht? Und dass da auch Leute sind, die das wollen, dass wir kommen. Wir haben nie gemacht, wir gehen jetzt dahin und machen jetzt da ein Stück, sondern wir sind immer gefragt worden von dort. Und insofern haben wir auch immer ganz wunderbare Mitarbeiter, die von dort, von den Orten, die natürlich ganz, für die es ganz wichtig ist ebenfalls, dass wir sehr viel kennenlernen von ihrem Land. Also eben auch nicht touristische Sachen, sondern in allen möglichen Richtungen. Also nicht nur einfach schöne Dinge, sondern große Gegensätze, und dass wir das Land sehen, dass wir also alles Mögliche nicht, also kennenlernen.
Und es ist ja nicht etwas wiedergeben, realistisch wiedergeben. Es sind ja alles Abstraktionen, nicht? Also aber irgendein bestimmte Gefühl oder etwas, also was auch da ist. Also ich kann das, ich denke, das müssen Sie vielleicht jemand fragen aus diesen Ländern. Erstmal sind wir natürlich vorher schon eigentlich immer mehrmals da gewesen. Und unser erstes Mal in Istanbul haben wir Fensterputzer gespielt. Und es war eine außergewöhnliche Atmosphäre. Und dann auf jeden Fall ist plötzlich dann ein Teil im Stück, wo auf der Bühne so Tänzerinnen haben so Privatfotos von früher und sagen dann, also das hier, das war meine Mutter und das war ich, als ich 2 war, und dann bin ich da und da mit dem und dem und dann noch wieder ein anderes. Das hat erst eine Tänzerin. Dann später kommen alle nochmal und haben alle so ihre so Privatbildchen dabei von früher und gehen dann auch ins Publikum und zeigen das, also den Leuten. Und dann haben die auch ihre Fotos rausgeholt und haben ihre Familienfotos gezeigt. Also so ein Moment. Und dann irgendwie, das war so irre, wie diese mit einer wunderschönen Musik sich alle Fotos zeigen. Das war also einfach, es haben unheimlich viele Leute geweint, ne, weil das einfach so außergewöhnlich war. Als wir vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal in Moskau waren, da haben wir Nelken gespielt. Und da war zum Beispiel, da war damals in der Sowjetunion, ich weiß jetzt nicht mehr wo, also irgendwo ganz, ein ganz schreckliches Erdbeben. Das ist ganz, ganz lange her. Wo dann die Grenzen auch geöffnet wurden, für das Leute helfen durften und so weiter. Und jedenfalls waren da also auch Besucher aus diesem Land, waren dann in dieser Vorstellung. Und die haben die Vorstellung natürlich total anders gesehen. Die haben dann gedacht, das Stück Nelken wäre gemacht wegen dem Erdbeben. Die haben diese Nelkenfläche gesehen wie ein großes Grab. Und dann, als dann die beiden da kommen und dann mit ihren Kindereimerchen sich so Erde auf den Kopf tun, also es war für sie klar, das war alles, die haben das alles unter einem ganz anderen ein Stück ganz total anders gesehen. Ich denke, weil die Bilder so offen sind. Man hat viele Möglichkeiten, ganz verschiedene Dinge darin zu sehen. Und so kann das also mit Stücken gehen, die haben überhaupt nichts damit zu tun. Aber plötzlich werden sie angesehen, das ist auch hier. Das finde ich sehr schön. Also. I started this idea. Als ich Ronald Kay in Chile kennenlernte, war er Professor für Ästhetik und Literatur an der Universität de Chile de Santiago. Und und dass eigentlich diese, außer dass er durch seine Arbeit, die er tut, irgendwie das möglich war, unseren Sohn, dass ich einfach diese Arbeit leisten konnte, weil er sehr viel zu Hause war auch, ne?
und einfach durch sein enormes Wissen und so sind natürlich, habe ich also eine große Bereicherung in allen möglichen Dingen erfahren. Ne? Also das, und er unterstützt mich. Also ich würde zum Beispiel, ich arbeite so viel, ich würde ja wahrscheinlich gar nicht essen, ne? Wenn ich also ein Stück mache. Ich würde ja abends, ich komme dann so um 10:30, 22:45 komme ich dann abends nach Hause. Und dann hat der Ronald was ganz Leckeres gekocht. Und dann setze ich mich hin und arbeite wieder bis 2. Also wenn der Ronald nicht kochen würde, ich würde mir vielleicht so ein Bütterchen machen höchstens. Und das während der Arbeit essen. Ich würde ja mich überhaupt nicht pflegen. Ich bin ja unmöglich. Ich gehe ja mit mir um, schrecklich. Also wenn ich andere ein bisschen auf mich aufpassen würden, ich weiß nicht. Das ist eine große, eine solche Unterstützung, also das können Sie sich gar nicht vorstellen. Zu so Zeiten natürlich, besonders wenn ich ein Stück mache. Ne? Die gleichen Ängste und die gleichen Nöte wie früher auch. Und das also bei allem Ruhm und aller Berühmtheit, allen Preisen und so, dass sie in der Arbeit immer noch genauso authentisch ist wie früher. Also ich bin sehr froh, dass ich habe noch die alten Zeiten kennengelernt. Aber ich finde, die Entwicklung, die die Kompanie danach genommen hat, war auch richtig. Ich finde, ich kann nur das beschreiben, wie Fluss oder wie Leben. Das ist eine sehr natürliche Veränderung. Dadurch, dass irgendwann mal viele jüngere und neue Leute da gekommen sind, das bringt natürlich auch einen anderen Schwung, andere Augen, andere Empfindlichkeiten, andere Sensibilitäten, andere Energie. Und natürlich, Pina nimmt das alles wahr. Das ist dann. Aber ich glaube, das ist auch was der organisch ist. Sind ja alle Perlen. Die sind ja alle, jeder auf seine Weise, jeder in einer so unterschiedlichen Form. Das ist ja irgendwie, oh mein Gott, ich kann ja nur richtig froh sein und glücklich sein. Also, dass diese Persönlichkeit mit mir so einen großen Teil ihres Lebens verbringen. Eine große, große Teil in meinem Leben. Sie hat mir so vieles über mich entdeckt. Und durch sie durfte so lange tanzen. Ich glaube nicht, dass ich bin 50, ich glaube nicht, dass ich hätte noch getanzt, wenn ich woanders wäre. Hochwahrscheinlich hätte ich schon lange aufgehört. Aber mit sie, es ist möglich.
so lange machen und so lange hoffen zu können. Ich glaube, es gibt eine sehr tiefe Liebe, die Pina zu ihrer Tänze, Pina, oder die Tänze zu Pina bieten. Und dass alle Tänzer leiden lässt, ich glaube, öfters mal. Weil es ist eine Liebesbeziehung, es ist nicht einfach eine Arbeitsbeziehung. Und deswegen glaube ich, öfters mal leidet man oder ist man extrem glücklich. Wir alle, wir haben nie gespart an uns und wir haben so viele Pläne. Also ich kann nur hoffen, das geht einfach, ja, das trägt uns so weiter. Aber es geht so schnell vorbei, ja. Ich habe viele Frühlinge gesehen. Ja. Ich will noch viele sehen.